das super ausführlich erklärt. Ja? Fragen? Auf dem, wie ich das verstanden habe, ist da ja ein Singleboard-Computer drin. Ja, dazu kannst du vielleicht noch was, oder generell? Wir haben hier mal das Live-Bild, was diese Kamera gerade schmeißt. Und diese Kamera, die astronomischen Kameras, lassen sich wunderbar an jeden Laptop natürlich anhängen, aber vorwiegend auch an den Raspberry Pi 4 oder ein Orange Pi 5. Derzeit hängt es komplett an einem Raspberry Pi 4, auf dem derzeit ein astronomisches Betriebssystem installiert ist. Das ist StellarMate OS, und damit kann die Kamera in astronomischer Weise, natürlich aber auch über so ein Live-Bild, praktisch als Live-Video was anzeigen. In der Astronomie sind natürlich vorwiegend Langzeitbelichtungen üblich, zwischen 180, 600 bis 900 Sekunden. Das ist natürlich für unsere Sache etwas kontraproduktiv, weil wir natürlich eher mehr Hochgeschwindigkeit brauchen. Das heißt also, wir können dann, uns interessiert dann mehr eine höhere Framerate, aber wir benutzen kein Video, weil Video nur 8-Bit ist, und wir benutzen dann Image-Sequences mit 16-Bit-Bildern. Und da stoßen wir dann leider kameratechnisch und auch was die Verarbeitungscomputer angeht, an Limits, die derzeit sich noch nicht lösen lassen. Kannst du noch mal was über die Distro sagen, die da drauf läuft? Ja, StellarMate ist eine eigene Raspberry Pi Distro, die basiert auf Debian. Und die ist derzeit, ich meine, für $60 zu kaufen. Dafür bekommt man 10 Downloads und ewige Upgrades, für die man jeweils auch wieder 10 Downloads frei hat. Aber da man ja im Endeffekt nur praktisch einmal das Image runterziehen muss, hat man es ja dann auf Platte. Das heißt also, das ist ziemlich komfortabel und ziemlich günstig. Es gibt dazu dann noch ein Konkurrenzprodukt, das ist kostenlos. Das nennt sich AstroBerry, basiert praktisch auf denselben Dingen, macht dieselben Sachen, sieht sogar sehr ähnlich aus, ist kostenlos in der Hinsicht, dass man natürlich vom Support her auch nicht so viel erwarten darf. Über die Robustheit beider Systeme kann ich nur sagen, die unterscheiden sich nicht sonderlich. Was man an der Stelle nimmt, ist, glaube ich, eine Geschmacksfrage. Ich habe sie beide, weil ich mich mit dem Thema ja entsprechend auseinandersetzen muss, und kann, was das angeht, keine Empfehlung abgeben. Einfach das nehmen, was man gerne hätte. Warum habt ihr euch jetzt speziell für die entschieden? Ihr habt ja die Bezahlversion zur Zeit genommen. Ich habe sie beide. Das heißt also, ich musste sie ja auch entsprechend vergleichen. So, zu sagen, macht es Sinn, dafür Geld auszugeben, oder reicht das andere auch? Steht das eine dem anderen irgendwie nach? Und um es vergleichen zu können, um tatsächlich dann auch einen Bericht mal darüber zu verfassen, bei Sky360 zum Beispiel, falls man das da einsetzt, müssen wir ja auch in dem Fall als wissenschaftsorientierte Leute darüber auch ein Dossier haben, dass man begründen kann, warum hat man jetzt Geld ausgegeben zum Beispiel. In einem Verein ist es halt eben in dem Fall notwendig. Oder kommt man an der Stelle besser mit einer Version aus, weil sie stabiler läuft, schneller läuft oder besser programmiert ist, die nichts kostet. Aber aus diesem Grund musst du dann halt natürlich einen Vergleich her. Also braucht man beide. Sie läuft nicht auf dem Orange Pi 5, weil die ihr eigenes Betriebssystem gestrickt haben, obwohl es praktisch auch ein Debian-Derivat ist. Die benutzen derzeit Ubuntu und Arch. Da müsste man die Software dann, die hier als Bundle dabei ist, einfach selber installieren. Das läuft auch, läuft genauso gut. Danke. Danke auch.